Es kommt nach Ewigkeit mal wieder ein Frisurenvideo. Wir machen heute das da. Das funktioniert nämlich auch mit viel kürzeren Haaren als meine. Und zusätzlich ist es sehr, sehr easy. Wir fangen an, indem wir uns eine Partie hier vorne abteilen. Und die macht ihr ja so dick, wie ihr halt später hier diesen flachen Teil haben wollt. Und das Ganze sollte ungefähr dann unten bis zum Ohr gehen. Den Rest mache ich mir hinten einfach kurz zum Dutt, damit es mich nicht nervt. Und die vorderen Haare kämme ich glatt nach hinten, sodass es hier wirklich flach anliegt. Und ich binde diese Haare jetzt halt hinten im Nacken mit einem kleinen Haargummi zusammen. Wenn eure Haare dafür nicht lang genug sind, nehmt ihr euch einfach einen Bobbypin und steckt sie hinterm Ohr fest. Dann können die restlichen Haare wieder runter. Dann schnappe ich mir die Haare ab dem Ohr bis nach oben. So, die kämme ich jetzt halt glatt nach oben und mache dann einen Zopf draus. Und dann wickele ich noch eine dünne Strähne von dem Zopf darum um das Zopfgummi und mache das dann fest. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich mag es richtig gerne und schickt mir gerne weitere Vorschläge auf Insta. Oder schaut da so vorbei.